Wenn man sich die großen Finanz-YouTuber in Deutschland, beispielsweise Finanzfluss oder Finanztipp, anschaut, dann sind die nicht immer unbedingt pro Bank. Was passiert also, wenn ich als Banker mir mal diese Videos anschaue? Sind unsere Meinungen so deckungsgleich oder liegen sie doch so weit auseinander und es gibt ein paar Streitpunkte? Genau das sehen wir heute in diesem Video. Willkommen bei Finanzen einfach verstehen. Mein Name ist Leon und heute gibt es mal ein ganz anderes Format auf unserem Kanal. Ihr seht schon, ein ganz anderes Setup. Wir sind nicht in unserem Studio, sondern ich bin hier bei meinem Kollegen Arthur, der immer die Videos für uns macht zu Hause, und wir machen mal eins dieser Reaction-Videos. Ich habe es ja schon im Intro ganz kurz angekündigt, heute reagieren wir mal auf ein großes YouTuber. Und zwar schauen wir uns heute ein Video von Finanzfluss an. Und was gäbe es dafür ein besseres als mit einem so prägnanten Titel wie "Alles, was du über Finanzen wissen solltest in weniger als 10 Minuten. Eine starke Aussage, ich bin gespannt, ich kenne das Video noch nicht. Und dementsprechend schauen wir doch mal einfach gemeinsam rein. Hier auf unserem Kanal Finanzfluss geht es ja um das Thema Finanzen, Investieren, Sparen und Geldanlage. Wenn du dich noch nie mit dem Thema Finanzen beschäftigt hast oder gerade anfängst, das zu tun, dann wird dieses Video sehr hilfreich für dich sein, weil wir dir in weniger als 10 Minuten gespannt die wichtigsten Punkte zeigen werden, die du beachten musst, wenn es um deine Finanzen geht. Viel Spaß beim Video! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und auch in diesem Kanal geht es ja um das Thema Finanzen, Geldanlage, Investieren und Sparen. Und bei unseren mittlerweile über 200 Videos kann es sein, dass du als noch nicht Abonnent oder als neuer Abonnent vielleicht etwas überfordert bist und noch nicht genau weißt, wo du schauen sollst. Deswegen haben wir nochmal ein frisches Video aufbereitet, wo wirklich die Grundlagen in kürzester Zeit dargestellt werden. Wenn du noch nicht abonniert bist, dann ist jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Aber legen wir jetzt direkt einmal los und schauen uns mal an, was denn wichtig zu beachten ist, wenn du dich um deine eigenen Finanzen kümmern möchtest. Punkt Nummer 1 ist deine aktuelle finanzielle Situation, dir anzuschauen und diese genauer zu analysieren. Hab keine Angst und tauch einmal in das Thema ein. Wenn du in einem neuen Land ankommst und nur eine große Karte von der Gegend vor dir hast, ist das Erste, was du herausfinden musst, zunächst einmal, wo du dich auf dieser Karte befindest. Fang also an, zunächst einmal aufzulisten, welche Finanzthemen du denn alle hast. Zum Beispiel all deine Vermögenswerte aufzulisten. Wie viel Geld hast du auf dem Girokonto? Hast du ein Sparbuch? Hast du eine Lebensversicherung? Einen Bausparvertrag? Oder hast du auf der anderen Seite sogar Schulden, also Verbindlichkeiten? Ganz spannender Punkt von ihm, den er jetzt hier als erstes erwähnt hat. Analysiere wirklich mal deine finanzielle Situation. Er hat es jetzt nur in Anführungszeichen auf die Vermögenswerte bezogen. Also wirklich, wie viel Geld habe ich, wie viel Schulden stehen eventuell dagegen. Und da hier jetzt so salopp formuliert, wird die Schulden los. Ganz klar, natürlich wunderbar, wenn ich die nach und nach reduzieren kann. Für mich trotzdem auch ganz, ganz wichtig, um die finanzielle Situation zu überblicken. Mache eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. Was kommt im Monat rein? Was gebe ich im Monat aus? Denn gerade wenn es ums Thema Vermögensaufbau geht, das Thema Sparen, ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wie viel eigentlich wirklich am Ende des Monats für mich übrig bleibt. Jetzt, wo du weißt, wo du dich auf der Karte befindest, geht es im nächsten Schritt darum, deine finanzielle Situation aufzuräumen. Analysiere alle Verträge und kündige diejenigen, die du nicht mehr brauchst. Vielleicht einen zu teuren Handyvertrag, eine Lebensversicherung, die nicht mehr rentabel ist, oder hast du dir überhaupt mal Gedanken gemacht, ob der Riester-Vertrag sich für dich überhaupt gelohnt hat? Hier musst du tief in die Materie auch ganz einsteigen. Spannend, aber das ist das Schwierige, wie ich finde, an so einem ganz, ganz kurzen Video. Er hat jetzt innerhalb von ein paar Sekunden gesagt, guck nach, ob es irgendwelche Lebensversicherungen, irgendwelche Riester-Verträge gibt, die du früher gemacht hast, die sich nicht mehr rentieren. Und das lässt sich halt nicht innerhalb von ein paar Sekunden klären. Mach das bitte auch in der Regel nicht alleine, nimm da wirklich einen Experten mit dazu, wo du weißt, ich habe da das Vertrauen, dass der mir nichts Blödes erzählt, sondern dass der wirklich ganz genau für mich nachschaut, ob das Ganze noch Sinn macht. Denn gerade bei alten Verträgen, die vielleicht noch hohe Zinsen haben, kann es sogar Sinn machen, die laufen zu lassen, wenn ich die von den Eltern, von den Großeltern übernommen habe. Für mich wichtiger eher der erste Punkt, Handyverträge, die zu teuer sind, oder ich habe es ganz oft erwähnt gehabt, wenn ich 50 verschiedene Abos habe von Streamingdiensten, eher da gucken, wo da vielleicht ein wenig Einsparpotenzial ist. Und bitte nicht irgendwelche Versicherungen auf Druck kündigen, wie eine haftliche BU. Wenn dann was passiert, dann ist das nicht wahnsinnig gut. Zahlst du zum Beispiel Kontoführungsgebühren bei deiner Bank, was heutzutage total unnötig ist, weil es kostenlose Online-Bankenangebote gibt? Jetzt kommt definitiv ein großer Kritikpunkt schon früh im Video. Er sagt hier, okay, es gibt natürlich kostenlose Girokonten. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Ich persönlich glaube nicht, dass für jeden ein kostenloses Girokonto bei einer Direktbank das Richtige ist. Er geht immer von sich aus und er ist halt jemand, der alles selbst entscheidet, der sich selbst um alles kümmert, der sich selbst in die Materie einliest.
dann kein Thema, dann muss ich eigentlich auch kein Geld dafür zahlen, weil ich einen Dienstleister im Hintergrund habe. Aber es gibt genug Menschen, die eben nicht das Ganze allein stemmen können, die vielleicht sogar schon beim Zahlungsverkehr selbst bei Überweisungen, bei Karten Probleme haben und darauf angewiesen sind, dass sie einen Ansprechpartner haben. Oder die eben sagen, ich möchte mich damit gar nicht groß beschäftigen, ich gehe lieber und nutze die Beratungsmöglichkeiten, die hier kostenfrei mit dabei sind. Wenn ich das kriege für 5, 6, 7 Euro im Monat oder 50, 60, 70 Euro im Jahr, dann finde ich es ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Geld. Die meisten, die dann merken, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Service bei einer Direktbank, weil sie mal eine Telefonschlange 2-3 Stunden hängen, habe ich schon öfter gemerkt, dass die ja wieder zu uns, zu den Direktbanksichern, zu den Volksbanken, zu den Sparkassen eventuell den Weg zurückfinden. Diese Aufräumphase kann sicherlich etwas Zeit dauern. Das Ziel davon sollte es aber sein, dass du kein Papier mehr in deinem Finanzordner rumfliegen hast, von dem du nicht genau weißt, um was es sich handelt und ob es rentabel ist oder doch gekündigt werden sollte. Da hat er aber absolut recht. Wirklich bitte, du musst ein Verständnis dafür haben, was im Endeffekt in deinen Ordnern, sei es Versicherung, sei es Geldanlagen, sei es Kontenübersicht, alles drin ist. Im nächsten, nämlich im dritten Schritt, geht es darum, dein Ziel festzulegen. Du weißt jetzt, wo du dich auf deiner Karte befindest, du hast um dich herum aufgeräumt. Jetzt musst du festlegen, wo du denn auf dieser Karte hinwandern möchtest, also deine finanziellen Ziele festlegen. Finanzielle Ziele können zum Beispiel sein, deine Rentenlücke aufbessern. Das bedeutet, Geld fürs Alter zurückzulegen, Geld auf die Seite zu legen, um das Studium deiner Kinder zu finanzieren oder einfach ein Wertpapierportfolio aufzubauen, was dir ein passives Einkommen zum Beispiel über Dividenden beschert. Am besten teilst du deine Ziele auf in zum Beispiel kurzfristig, mittelfristig und langfristige Ziele. Da kann ich wirklich nur den Daumen hoch nehmen. Das ist genau das, was ich in der Beratung auch immer mache. Ziele festlegen, eine gewisse finanzielle Planung beginnen. Und so wie er es macht, perfekt, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Weil je nachdem, für was ich sparen möchte oder für was ich Geld zur Seite lege, muss ich auch andere Instrumente nutzen, um meine Ziele zu erreichen. Für die Rente kann ich geförderte Varianten beispielsweise nehmen, wenn ich sehr kurzfristig Geld investieren möchte. Immer die Frage, ob dann beispielsweise überhaupt Aktien, ETFs, Fonds das Richtige wären. Da haben wir auch schon ein Video zu gemacht. Ich verlinke es euch gerade mal hier. Links oben. Karte, eine klar definierte Route. In der Finanzwelt nennen wir das einfach einen Finanzplan. Das bedeutet, du musst festlegen, wie viel Geld du denn monatlich auf die Seite legen musst, um dein finanzielles Ziel zu erreichen. Hierzu gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder nimmst du zunächst dein Einkommen, ziehst hiervon alle Kosten ab, die du so hast und schaust dann, welche Sparrate du hast. Perfekt. Mithilfe dieser Sparrate kannst du dann arbeiten und schauen, ob sie zu deinen Zielen passen. Wenn die Sparrate nicht hoch genug ist, um deine Ziele zu erreichen, musst du entweder deine Ziele runterschrauben oder eine Möglichkeit finden, deine Sparquote hochzufahren. Das geht, indem du einfach mehr verdienst, also dein Einkommen hochschraubst. Wenn das immer so einfach wäre, dass man das Gehalt nach oben schraubt, ich glaube, dann würde es jeder von uns durchgängig machen. Oder weniger ausgibst, das bedeutet, deine Sparquote hochschraubst. Wie du zum Beispiel das Ziel der finanziellen Freiheit genau in Zahlen berechnest, dazu haben wir bereits ein Video produziert, das findest du, wenn du hier oben auf das i klickst oder unten in der Videobeschreibung. Im vierten Schritt geht es jetzt darum, dein Sparen zu automatisieren. Das geht ganz getreu nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Viele Menschen sparen das, was am Ende des Monats übrig bleibt und das ist in der Regel meistens nichts. Deswegen ist es wichtig, dass du dein Sparen automatisierst und zwar genau dann, an dem Tag, an dem dein Gehalt auf dein Konto überwiesen wird. Nach Gehaltseingang solltest du das Geld, was du sparen möchtest, direkt auf ein separates Konto überweisen. Kann ich auch nur zustimmen, absolut richtig. Ich würde auch, wie er das sagt, immer trennen, was ich sparen möchte und das sofort, wenn es geht. Nachdem das Gehalt aufs Konto geht, wirklich davon abziehen, denn dann habe ich einfach nicht die Möglichkeit, dieses Geld auszugeben. Und der Reiz, wenn das Geld auf dem Konto ist, das zu lernen, der ist ja doch meistens ganz groß. Und dann, wie er gesagt hat, absolut perfekt, absolut richtig, aufs Tagesgeld, wenn ich kurzfristig sparen möchte oder eben in eine aktienbasierte Anlage, Fonds, ETFs, wenn ich jedoch eher etwas langfristig sparen möchte, am besten direkt, wenn das Gehalt drauf geht. Man denkt zwar immer, dass Geld etwas mit harten Fakten und Zahlen zu tun hat, aber auf irgendeine mysteriöse Art und Weise verpufft das Geld dann doch. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich als erstes selbst bezahlst, also zuerst sparst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig dieser Tipp ist. Überweise dein Gespartes auf jeden Fall auf ein separates Konto oder ein separates Depot, dort, wo du keinen einfachen Zugriff drauf hast. Danach kannst du das Geld, was auf dem Konto bleibt, einfach ohne schlechtes Gewissen bis zum Ende des Monats einfach ausgeben. Denn gespart hast du ja schon. Kommen wir zum fünften Schritt und das ist der Aufbau deines finanziellen Schutzes. Bevor du an deinen finanziellen Zielen arbeitest oder anfängst zu investieren, ist es sehr wichtig, dass du einen finanziellen Notgroschen, also ein finanzielles Schutzschild, aufgebaut hast.
Auch richtig. Und wie er sagt, ein emotionaler Schutzschild, ein super emotionales Thema. Wie hoch ist der Wohlfühlprüfer, den jeder von uns hat? Das ist total unterschiedlich. Ich persönlich habe einen sehr, sehr gering, weil ich persönlich eben sage, okay, mir geht es mehr um die Rendite. Würde ein Kunde mit meinen Aussagen zu mir kommen, würde ich ihm aber auch eher raten, hey, ein bisschen mehr Geld auf der Seite als Notgroschen wäre gar nicht schade. Aber da sieht man es, die persönlichen Präferenzen sind sehr, sehr unterschiedlich. Manchen reicht vielleicht sogar auch ein Nettogehalt. Manche brauchen vielleicht sogar eher 20, 30, 40.000 Euro auf der Seite, um zu sagen, ich fühle mich wohl. Und da würde ich mir auch nicht reinreden lassen. Klar, wenn es jetzt wirklich zu viel wird irgendwann, dann sollte man drüber nachdenken. Aber allgemein, jeder hat ein anderes Wohlfühlbedürfnis und nutzt da wirklich das, mit dem ihr auch gut schlafen könnt am Ende des Tages. Das ist das erste finanzielle Ziel, was du dir stecken solltest. Und es sollte in der Größenordnung zwischen 3 und 4 Netto-Monatsgehältern sein. Mit diesem Geld wirst du bestimmt nicht reich werden und du wirst auch keine enormen Renditen erzielen. Es schützt dich aber davor, in unangenehmen Situationen einen Kredit aufnehmen zu müssen, wenn zum Beispiel etwas Unerwartetes passiert, wie zum Beispiel eine kaputte Waschmaschine oder ein Auto. Dieses kleine Geldpolster ist auch für dich emotional gesprochen sehr wichtig, weil du einfach zeigst, dass du die Disziplin hast, dir Geld auf die Seite zu legen und du einen finanziellen Puffer hast, der dich einfach abends ruhig schlafen lässt. Herzlichen Glückwunsch, wenn du bis hierher gekommen bist. Du bist also schuldenfrei und hast dir einen finanziellen Notgroschen aufgebaut. In diesem Fall hast du dich für Schritt 6 qualifiziert, nämlich das Investieren. Nachdem dein finanzielles Polster jetzt voll ist, kannst du deine Sparraten jetzt also anders nutzen und dieses Geld investieren, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Das tust du am besten, indem du weltweit gestreut in den internationalen Aktienmarkt investierst. Wie das funktioniert, dazu haben wir schon viele Videos produziert. Du findest sie alle unten in der Videobeschreibung. Einer der wichtigsten Schritte beim Investieren ist es, sich zunächst einmal eine Strategie festzulegen und bei dieser Strategie zu bleiben. Wenn du 10 Experten fragst, wirst du vermutlich 15 unterschiedliche Anlagestrategien kennenlernen und so verwirrt sein, dass du gar nicht mehr weißt, in was du investieren sollst und wo du loslegen sollst. Er hat es aber prinzipiell perfekt erklärt, ganz, ganz wichtig, das Ganze automatisiert laufen lassen. Also wähle ich einfach eine Sparrate, die jeden Monat vom Konto abgeht und dann einfach eine breit gestreute Anlage wählen. Da gibt es verschiedene Strategien, die man nutzen kann. Ich bin großer Freund davon, einfach erstmal so ein konzentriertes Portfolio zu nehmen, wo ich sage, okay, hier habe ich einfach mal den globalen Aktienmarkt abgedeckt. Und dann kann ich mal drumherum noch so kleinere Positionen machen, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich finde das Thema Hightech wahnsinnig interessant, ich finde das Thema erneuerbare Energien wahnsinnig interessant. Dann würde ich eher das mit kleineren Positionen stücken, wo ich sage, da sehe ich viel Potenzial drin. Langfristig und mit dem Großteil meines Geldes sollte ich aber doch eigentlich sehr, sehr breit, also auf den gesamten Aktienmarkt diversifiziert, investieren. Dementsprechend tipptopp. Du solltest nichts überstürzen und hochmotiviert der ersten Anlagestrategie folgen, von der du gehört hast. Du solltest alles zunächst einmal in Frage stellen und dir wirklich deine persönliche Strategie ausarbeiten. Denn Strategiewechsel, wenn du von einer Anlagestrategie auf eine andere wechselst, sind in der Regel sehr, sehr teuer. Es gibt an der Börse einen Ausdruck, der heißt, hin und her macht Taschen leer, denn jedes Mal, wenn du kaufst oder verkaufst, fallen Gebühren und Transaktionskosten an. Stelle also alles in Frage, was du über das Thema Finanzen lernst, auch unsere Videos. Starke Aussage. Wenn jemand in seinem Video selber sagt, stell alles in Frage, was du hörst, auch unsere Aussagen, unsere Videos, dann muss ich sagen, Respekt, das ist, glaube ich, etwas, was nicht jeder traut sich zu sagen, aber er hat vollkommen recht. Wenn du 10 Experten fragst, wirst du 15 Meinungen hören, das stimmt. Eine gewisse Grundmeinung wird sich hoffentlich bei vielen, vielen decken. Dementsprechend, man sieht es ja auch, ich stimme ja auch vielem zu, was er hier sagt. Trotzdem, nimm dir wirklich die Zeit, so wie er das sagt. Verstehe, was du machst und tue eben nur Dinge und investiere nur in Dinge, wo du sagst, ich habe verstanden, warum ich es mache und warum das gut ist für mich. Dementsprechend auch hier tipptopp und Respekt nochmal für diese Aussage. Scheue dich auch nicht davor, etwas Geld auszugeben, um eventuell Experten zu befragen, wie zum Beispiel Honorar- oder Steuerberater. Achte allerdings immer darauf, dass diese Personen interessenskonfliktfrei sind, dass sie also zum Beispiel nicht bei einer gewissen Versicherung angestellt sind und somit verpflichtet sind, dir ein Produkt von dieser Versicherungsgesellschaft anzubieten. Ja, Thema Honorarberatung finde ich immer ganz, ganz spannend. Was er hier sagt, stimmt natürlich schon, es können Interessenskonflikte vorliegen. Klar, wenn jetzt jemand zu mir kommt von der Volksbank, habe ich eine gewisse Produktpalette. Genauso, wenn jemand zur Sparkasse geht, zu einem Versicherungsangestellten, das stimmt. Für mich trotzdem hier der große Vorteil, ich bin halt nicht gezwungen zu handeln. Wenn ich aber für eine Honorarberatung ein paar hundert oder vielleicht sogar ein paar tausend Euro ausgeben muss, bevor erstmal was passiert, bin ich halt irgendwo im Zugzwang. Da muss man immer abwägen, was für einen persönlich vielleicht das Wichtigere ist. Bin ich auch ganz ehrlich, ich werde bestimmt nicht jedem immer das beste Produkt überhaupt auf dem Markt bieten können. Das wäre utopisch. Aber ich kann dann trotzdem eine faire und ehrliche Beratung bieten. Auch wenn natürlich dann im Endeffekt ich nicht immer genau das perfekte
richtige Produkte habe, aber trotzdem welche, die sehr, sehr gut passen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Übrigens, bei einer der größten finanziellen Entscheidungen, die meisten Leute in ihrem Leben treffen, geht es um das Thema Haus oder Wohnung kaufen oder mieten. Dieses Thema würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen, aber dazu haben wir auch nochmal ein spezielles Video. Das braucht ein eigenes Video. Das findet ihr hier oder in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Spannend. Respekt auch für dieses Video. Also wie gesagt, auch gerade diese Aussage am Ende, die ist mir echt hängen geblieben. Das fand ich sehr beeindruckend. Klar, alles, was ihr über Finanzen wissen solltet, in weniger als 10 Minuten. Ich glaube, das ist unmöglich, ehrlich gesagt. Weil es gibt noch so viele andere spannende Themen, wie ihr sagt, hey, dieses Thema wird jetzt den Rahmen sprengen. Das ist gar nicht machbar. Aber ich glaube, er hat wirklich einen sehr, sehr guten Überblick über die Themen gegeben. Und ja, ich denke, so bei 90-95% der Aussagen kann ich, muss ich absolut zustimmen. Hier nur, wie gesagt, immer so ein bisschen aufpassen. Gerade bei diesen Videos geht man halt meistens davon aus, dass ich ein wirklicher Selbstentscheider bin, der sich um alles allein kümmert, der allein alle Produkte durchwirtschaftet etc. Das ist für mich nicht unbedingt das, was 90% der Menschen in Deutschland machen, sondern vielleicht 10, 15, 20%. Trotzdem super, super Überblick und ja, vielen Dank. Ich finde es beeindruckend, was die losgetreten haben in Deutschland. Die Videos sind wahnsinnig erfolgreich und das absolut zu Recht. Und wir werden bestimmt nicht das letzte Mal auf eines der Videos von Ihnen reagiert haben. Viel mehr bleibt mir jetzt am Ende gar nicht mehr zu sagen. Ihr habt gesehen, ein neues Format, Reaction-Video. Schreibt uns doch einfach mal kurz in die Kommentare, wie euch dieses neue Format gefällt. Mir macht es riesig Spaß, einfach mal zu schauen, was auch andere Kollegen auf YouTube hier in ihre Videos reinpacken. Wenn euch das Video also gefallen hat, lasst uns ein Like da, gebt uns ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.